abwischen. Das Zeug, mit dem du arbeitest, ist sehr giftig. Los, steh auf! Hör auf, hier rumkommen, die mit deiner Mutter wollte ein Gespräch. Ja, mach, was du willst. Mama? Ich kann dir nicht sehen. Hallo, Mama. Du musst auf den Knopf mit der Kamera drücken. Was für ein Knopf? Da ist keine Kamera. Ganz egal, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Zigarettenkippe auf dem Giacomini-Platz, dass das alles eins ist, dass das alles wir sind. Und ja, dass man deswegen eigentlich vor nichts Angst haben muss. Quatsch. Das hast du meinem Kind erzählt, dass ich Zigarette bin auf Giacomini-Platz, dass sie vor nichts Angst haben muss im Krieg, deshalb sie ist weg jetzt. Eben, es geht um den Bosnienkrieg. Es geht um furchtbare Dinge, aber wir hatten trotzdem, gerade weil es so schlimm ist, auch immer wieder Situationen, wo wir uns halt totgelacht haben, wo wir die Probe beenden mussten, weil wir nicht aufhören konnten zu lachen. Und das ist bei so einer Figur wie die Asra, das ist die Figur, die Birgit spielt, eben sehr interessant, denn das ist so traurig, dass, oder wie soll ich das beschreiben, die Figur ist so wunderbar, dass da eben dann auch Platz für den Humor ist. Obwohl das eine Figur ist, die das ganze Elend des Krieges eigentlich projiziert. Es gibt ein Thema, wir setzen uns hin und, oder was heißt, also das Thema überlegt sie sich, mit dem Thema kommt sie, wohl war das immer so, naja, das kann sich dann noch irgendwie weiterentwickeln in dem Probenprozess. Wir sind keine Aktivistinnen, unsere Heirat ist keine politische Deklaration. Wir sind keine jüdische, israeli, muslim, palästinenser, das heiraten. Natürlich. Wir sind ein Mann und eine Frau, das lieben einander und wollen zusammenleben. Ja. Leute können nicht akzeptieren, dass wir können unsere Nationalität so wegziehen und einfach frei sein. Und dann gibt es solche Fragen wie, was denkst du ist wichtig in dieser Geschichte dann zu erzählen zu diesem Thema? Es gibt sogar auch solche Sachen, das hat sie diesmal gemacht, dass sie gesagt hat, was wolltest du schon immer mal auf der Bühne machen? Ich habe mich dummerweise dafür entschieden, dass ich gerne Cello spielen möchte. Leider bin ich aber so schlecht, dass das nicht wirklich zu nutzen ist. Das heißt, am Ende bin ich so ein Mettler, der mal so ganz kurz, meine Rolle ist ziemlich klein in dem Stück, der da so ganz kurz mal kommt und ein bisschen Cello spielen kann, weil man kann sich's nicht wirklich anhören. Ich hatte immer gedacht, es wäre so toll, wenn man so als Figur auf der Bühne noch ein zusätzliches, wortwörtlich ein anderes Instrument hat, mit dem man dann das ausdrücken kann, was diese Figur so spürt und fühlt und sagen will. Das hat leider nicht geklappt. Solche Sachen gibt es dann eben auch. Das Verhältnis zwischen ehemaligen Opfern auf der einen Seite und Tätern und Mitläufern auf der anderen Seite ist über Generationen von der Verfolgung geprägt. Für die Annäherung ehemaliger Konfliktparteien ist daher in allererster Linie ein authentischer Dialog notwendig. Intellekt, Dozent, das Ganze aus einer politikwissenschaftlichen, psychologischen, wie auch immer gearteten Sichtweise betrachten. Und so kam es dann zu Jörg. Ich bin Asra. Ich bin Jörg. Ich weiß. Schön, dich kennenzulernen. Das ist für dich. Das kannst du wieder mit nach Hause nehmen, ich trinke gleich. Und Jörg ist halt ein Dozent an der Uni. So, ist auch eine sehr schöne kleine Runde. Und was gibt es sonst noch so Neues? Hast du Jörg noch mal getroffen? Ja, kommt er manchmal hier und repariert er Sachen. Er hat gesagt, repariert er Fenster, hat er aber nicht. Vielleicht kann er Skype reparieren. Bist du glücklich? Also ich finde es ein unglaublich stimmiges Stück. Aber ich hatte unglaublich Probleme, wenn mich jemand gefragt hat, erzähl mir doch mal kurz, worum es geht. Mhm. In 5 Sätzen zu sagen, welche Handlungsstränge sich da ineinander verweben. Und das willst du jetzt, dass ich das mache, oder was? Nee, komm. Ich will wie du, bis 3 Stimmen. Nee. Warum? Meine Frau ist schon da. Deine Frau ist Österreich? Nein, Israeli. Er wurde in Belgrad verhaftet. Was hat er gemacht? Er hat gar nichts gemacht. Was ging da vorwerfen? Das ist total absurd. Weißt du was, warum ich so angepisst bin? Weil ich diese Laudatio halten muss auf diese Amina-Blogger-Tante da. Ich kenne die überhaupt nicht. Wer ist denn das? Ich bin Israeli. Ich kann nicht ein Palästina sein. Er ist ein Palästinenser. Kann ich nicht Israel sein.
Nee, das ist wirklich kompliziert, in 5 Sätzen zu sagen. Aber ich finde, das ist auch das Gute daran. Weil es eben sehr vielschichtig ist. Und ich finde, dass ja Ellie da auch nochmal wieder einen Schritt weiter gekommen ist, diese ganzen Sachen, die wir uns dann da fröhlich zusammen ausdenken, zusammenzupacken. Die Situation, in der wir uns dann befinden, nachdem wir so lange recherchiert haben, fühlt sich dann eigentlich auch sicher an, in der Form, dass man nicht denkt, oh, sag ich jetzt was Falsches. Wir organisieren Seminare, wir erhalten Fördermittel, um über Krieg zu forschen und bauen unsere beruflichen Karrieren darauf auf, Experten für Länder zu werden, in denen wir nie waren. Auch mich könnte man als Kriegsprofiteur bezeichnen, denn meine gesamte akademische Laufbahn basiert auf Kriegserfahrungen anderer, über die ich dann schreibe. Also wenn wir hier unsere Interviews gemacht haben, habe ich festgestellt, dass den Österreichern so im Grand das Wort Jude viel leichter über die Lippen geht als in Deutschland. Da sind die Leute viel, viel angespannter. Also der Umgang ist ein entspannterer. Ob das dann immer nur gut ist, die Entspannung, ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Frage.